Schnibbel die Stadt und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4 A Thief's End mit mir, dem Nefkara, bei euch die Freitagsfolge, Folge 5. Los geht's. Wir wollen dort einbrechen. Schon was her, dass ich Uncharted wieder gespielt habe. Am Wochenende. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Wie gesagt, ich wollte gerade sagen, was am Wochenende so kommt. Am Wochenende gibt es Counter-Strike wieder ganz normal mit zwei schönen Matches. Einem, wo ich richtig stark bin, am Samstag das. Als Fünfer-Team. Da geht's halt für mich zurück. Ja, ihr seht's ja dann. Collectible. Wenn ihr euch mal guckt, die Liste, wie lang die einfach nur ist, könnt ihr euch so in etwa abschätzen, wie lange ich noch brauche, um die ganzen Collectibles einzusammeln. Aber bis jetzt habe ich alle Schätze hintereinander gefunden, habe ja keinen liegen gelassen, also gut für mich. Hauptaugenmerk liegt natürlich... Brücke kommen wir nicht rauf. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme. Pass auf. Ich pass auf. Natürlich komme ich da dran. Ich daneben. Also auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Ha, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Ich denke, das war so eine Art Vorzeigeeffekt. Und da sieht's aus, als könnten wir dahin. So. Und da dran. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Wow. Gibt mehr Sinn, hier runter zu klettern. Hey, wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Okay. Ziemlich cool, dass ich das jetzt kann. Ja, ich weiß ja, wie man schwingt. Bene lista. Hey, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Ja, die sind da rechts rein verschwunden. Sonst nichts, wir müssen wahrscheinlich... Bist du denn jetzt da? Ja, hier werden natürlich die Früchte gepflückt. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Na, scheint so. Gucken wir mal kurz hier. Hier dürfte eigentlich nichts liegen.
Warte mal, hat da was geglitzert? Ja. Wie ihr seht, ich krieg immer alles. Ja, momentan bin ich ganz gut. Es gab übrigens einen Erfolg, wenn ich bei Crash Bandicoot besser gespielt hätte. Hätte einen Erfolg gegeben, hätte, wenn und aber. Gut, wir sind fast da. Ja, ich versuche momentan auf PC mir entweder Stellaris zu holen. Guter Spielertipp übrigens für jeden Strategiespielfan, der Europa Universalis mag. Ich generell habe Europa Universalis noch nie gespielt, habe aber Interesse an Stellaris. Oder aber meinem ersten Total War Spiel, in dem Fall mit Warhammer. Ich mochte Total War vorher nicht, aber mit Warhammer. Müsste halten. Mit Warhammer kann man darüber diskutieren. Okay, komm runter. Wie gesagt, mit Warhammer in der Kombination. Das Landen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kannst kaum erwarten. Die sind wirklich echt gut. Lava da kein. Hier ist nichts zum Hochklettern. Ah, doch. Eigentlich schon. Ja, doch. Von hier aus müsste da was machbar sein. Hier, von hier. Ja, genau. Easy. Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Oh, Nathan sieht mit dem Outfit so scheiße aus. Mist! Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Nathan ist ja auch nicht mehr der Jüngste eigentlich. Ja, was würdet ihr denn empfehlen? Wenn, ich glaube, bis dahin, bis ihr die Folge geguckt habt, könnte es sein, dass ich mir schon irgendwas davon geholt habe. Ich habe kein Seil. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Komm schon. Okay, danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang.
Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Oceans 12. Die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am veganen Leben. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles, Himmel, nein. Nein, nein, das kann ich nicht glauben. Dann lass uns noch mal einen kurzen Blick drauf werfen. Das wird auf jeden Fall nicht so leicht. Das sieht auf jeden Fall grandios aus. Legen wir los. Oh, Total War wäre schon geil. Wird ja gerade echt zwiegespalten, was das angeht. Ob Total War oder Stellaris. Stellaris hat halt deutlich mehr Spielzeit, ne? Mal schauen, was ich mir da zusammenschustere. Erwartet kein LP davon. Ich möchte das für mich spielen dann. Vielleicht streame ich das für euch, wenn ihr denn Interesse daran habt. Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielen sie einen dummen europäischen Text. Sullivan, wohin gehst du bitte? Ich hoffe, Sullivan hat Probleme mit der Wegfindung. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Ja. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Das wird wahrscheinlich gar nicht so leicht. Versucht.
Er hatte Zweifel. Gut gemacht. Was cooles Minispiel. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Nate, war das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Army? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sally. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Sullivan sieht aber inzwischen auch schon mal wo sich die Kellner aufhalten. Am besten total alt aus. Der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Echt gesehen. Gibt's genug Essen für eine Kleinstadt? Machen die auch Hochzeiten? Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarktauktionen. Aber haben die auch einen DJ? Wahrscheinlich schon. Aber wen juckt das? Ich gucke hier gerade nach dem dritten Schatz. Ich denke mal, jeder Level wird so drei haben. Ich hätte jetzt gern euch mit Live-Zusage dabei. Die dann sagen können, der hat was geglitzert. Hab's genau gesehen. Ich erinnere mich an den Dean Ross nicht. Agente di sopra? Mist. Siehst du einen Kellner da drin? Nein, nur schwer bewaffnete Schläger. Schwer bewaffnet ist gut, die sind wirklich hart schwer bewaffnet und wir haben nicht mal eine Waffe. Außerdem einmal hier rumballern und jeder oben weiß Bescheid. Das Tor war nicht auf den Bauplänen. Abgeschlossen. Klar. Okay. Plan B. Ich sag, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Lüftung. Könnten die Lüftungsschächte benutzen. Hier. Da oben sind Lüftungsschächte. Ja, ich weiß. Tue ich sofort. Bitte. Es werde Licht. Oder auch nicht. Du hast keine Tür. Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss.
Oh Mann, von Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Lass mich dich mal kurz aus dem Weg schieben. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänger. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Sackgasse. Ja, es ging ja nur darum, nochmal zu gucken, ob hier nochmal was ist. Komm hinter mir her, ich brauche Licht. Das wird so nix. Ich hab's schon verstanden. Wir müssen das ziehen. Ich hatte das mir aber auch schon gedacht. Danke. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich hab schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Wozu ist das bitte? Mit der Wand da, na egal. Ich will ja eigentlich in einer halben Stunde wieder hier durch sein. Ich das immer schaff. Na, geht doch. Du stehst mir im Weg. Ich habe ja bis jetzt immer in einer halben Stunde ein Level abgeschlossen. Der Plan ist heute, das auch so zu schaffen. Dankeschön, komm rein. Glitzert aber auch gar nicht. Da geht's raus. Ja, da finden wir was zum Draufklettern. Ja, das hier. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Pissnake. Ich will kurz wissen, ob hier hinten noch irgendwas ist. Natürlich ist hier nichts mehr. Ja gut, dann kletter doch hoch. Mein Gott. Lässt er mich hier alleine. Okay, dann mal rauf. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino in quella roba sul naso? Portali a sciacquature dei piatti. Aspettare. Questa gente meriterebbe un calcio nel culo. Ich hab die beiden werden wir gleich vermöbeln. Una bottiglia da 3 euro. E andiamo. Ach, da. Okay. Psst. Selber psst. Hey, un po' di continuo. Dove diavoli si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Frischluft, wir kommen. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal. Das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen.
Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Hier, bitte. Sorry, gerade kurz hängen geblieben. Hab gerade geschrieben bekommen, dass ich in der Folge davor hart beim Schneiden Bolzen Sully, gemacht habe. Aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo, da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. So, sorry. Muss mich darum kümmern, die Folgen zu verbessern. Schreibt immer in die Kommentare, wenn ihr irgendwas seht an Fehlern, da ich so viel immer und stressig das Ganze mache mit den Aufnahmen. Die Tür ist verschlossen, wir können da hoch. Guck mal da, das Fenster. Guck mal, da ist auch eine Leiter, Gott. Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Ja, dann... Wieso kann ich denn jetzt nicht? Ach so. Okay. Hast du's? Vorsicht, Vorsicht. Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Wo ist der denn überhaupt? Alles klar, Sam? Das ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, wir zurück in den Baugleich. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Dinger funktionieren so gut. Ich bin mir sicher, hier ist irgendwo ein dritter Schatz. Guck mal, da können wir übrigens hin. Ich glaube, hier mussten wir sogar hin. Egal. Oder nicht? Ich hoffe, das war gar nicht gewollt, hier lang zu gehen. Naja, vielleicht doch. Guck mal da, das Fenster ist nicht vergittert. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste mal da sein. Müsste. Das ist hier alles total nutzloser Deko-Kugel. Gott. Ich dachte, da wäre der Weg. Jetzt kletter da dran, Mann.
Nicht gerade eiskalt falsch gelaufen, ich hätte hier hochgemusst. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Da ist der Raum. Ich muss ja hier irgendwo hochkommen. Verstehe. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Jetzt habe ich das mal wenigstens hingekriegt. So. Da lang. Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein, dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Hm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Hm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Ich verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intarsiertes Holzkruzifix aus dem Trottnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate? Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay.